Servus Leute, zurück zu Let's Play Sea of Stars. Nachdem wir das letzte Mal im Flashmaster Castle das erste Ende erlebt haben, war ich fleißig und habe alle Regenbogenschnecken gesammelt. Hervorragend, nicht wahr? Und wenn man sozusagen zu den Steinen geht, kriegt man auch eine Vision bei den Steinen, die noch nicht geleuchtet haben. Ihr erinnert euch vielleicht, da am Ende haben noch ein paar Steine geleuchtet. Und die Vision haben dieses Mädchen gezeigt. Dementsprechend, alle Regenbogenschnecken haben noch gefehlt. Und deswegen lösen wir sie jetzt ein und ja, bringen Mirnan Dokaridov alle Meeresschnecken. Achievement. 60 Meeresschnecken. Glückwunsch. Regenbogensterne halten. Okay. Hey, mein ganzer Vorrat ist futsch. Was für eine ergiebige Zusammenarbeit. Der letzte Artikel war besonders merkwürdig. Keine Ahnung, wozu er dient. Der Regenbogenstern flog in die Luft und verschwand. So kann's kommen. Und schon ist er weg. Oh ja, hier in den Moorlanden die letzte Statue erleuchtet. Dadurch wird endlich freigeschalten, was dieses mysteriöse Konstrukt für uns bereithält. Habt ihr gesehen? Habt ihr das gesehen? Tja, das war wohl ein Glücksfall. Ja, war es das? Egal, wir gehen auf jeden Fall dorthin und schauen uns genauer an, was es war. Oh ja, in die Moorlande. Und dann dieses komische Konstrukt betrachten. Jetzt müssen wir aber erstmal wieder aus der Dokari-Ruinen raus. Da müssen wir kein... die Entwickler hätten ruhig da ein bisschen mehr Platz lassen können. Oder ein bisschen einfachere Wege dorthin. Das ist ein bisschen zu viel Weg. Aber egal. Auf geht's. Moorland. Irgendwo hier drüben. Ja, sind sie dort oben? Da unten? Das ist nicht... Nee... Da, da sieht das. Das sieht doch gut aus. Weiter oben. Jetzt unten oder oben rein? Was ist da klüger? Ich glaube, oben rein. Okay. Ja, an den Gegnern müssen wir mal vorbei. Gegen die müssen wir nicht unbedingt kämpfen. Die sollten auch mittlerweile kein Problem mehr darstellen. Also, wir könnten gegen sie kämpfen. Die sollten kein Problem ausweichen. Nicht geklappt. Ah, dann machen wir sie weg. Moment, er kann da auf jeden Fall sehr effizient kämpfen. Sehr gut. Auch sehr gut, ich sag's ja. Wir sind jetzt mittlerweile mächtig. Wir sind sehr mächtig geworden. Wäre auch traurig, wenn man an der Stelle jetzt nicht die Gegner vom Anfang one-shotten würde. Das wäre schon eine traurige Entwicklung für die Charaktere, oder nicht? Also ich finde es schon. So, wenn wir klug vorgehen, können wir an den vorbei. Hier oben war übrigens eine Meeresschnecke. Dann brauchten wir diesen Kobalthammer. Um diese, da war eine Glaswand oder Kristallwand, könnte ich so. Ja, eine Kristallwand war da. Um an der vorbeizukommen, musste man einen Kobalthammer dagegen schlagen. Dann war es gut. So, jetzt durch die Höhle. Leider gibt es auch keine Abkürzung. Aber geht schon. Wir sind ja recht fix. Wir kennen uns gut aus. Darauf und dann weiter und krabbeln und oh, das ist ein gutes Training, ganz Körpertraining auf jeden Fall. Muss man sich mal denken. Das hatte ich glaube ich auch noch nicht geholt. War auch. Doch, das hatte ich schon geholt. Das hatte ich glaube ich schon geholt. Das hatte ich schon geholt, wo ich dann den Windstoß gelernt habe. Ich würde nur sagen, hier speichern wir mal schnell. Einfach weil wir. Bestimmt gleich in der Nähe sind. Genau. Genau, rüber. Okay. Ja, vorbei. Hier irgendwo. Ja, da, perfekt. Da ist es. Da ist es. Offenbar haben wir jetzt alles. Du weißt was von diesen Dingen? Ja, der große Alchemist erzählte mir vom Chronophagen, als er an meiner Gestalt aus lebendigem Glas arbeitete. Mal schauen, hat uns etwas hinterlassen? Der Chronophag ist sein Abschiedsgeschenk für euch. Er wurde verzaubert und aktiviert sich bei euren ersten Handlungen als zukünftige Wächtergötter. Ein Geschenk? So hat er es beschrieben. Ich hatte den Eindruck, er fühlte sich für etwas verantwortlich. Er bringt uns bestimmt irgendwo hin. Ich weiß bloß, wie man ihn öffnet. Und dass nur Valere, Sail und ich gehen können. Ist das auch wirklich sicher?
Ja, der große Alchemist hätte euch jederzeit aufhalten können, wenn er es gewollt hätte. Wie öffnen wir das Geschenk? Ihr müsst euch an ein freudiges Ereignis erinnern. Er meinte, ihr wüsstet Bescheid. Tja, wissen wir Bescheid? Was könnte es denn sein? Eine Keksdose, natürlich. Gale. Keksdose eingeben und let's go! Dann schauen wir doch mal, was passiert. Es hat funktioniert. Gehen wir, solange er aktiv ist. Passt auf euch auf, ich bin hier, wenn ihr zurückkehrt. Alles klar, also mal gespannt, was in dieser Paralleldimension passieren wird. Sie sind wunderschön, wie nennt man sie? Zeitsplitter. Du warst stets ein großer Künstler. Oh, das war der Moment. Kurz vor Garls. Fatalen Treffer. Hä? Das ist... Ist das eine Vision? Der große Alchemist. Er hat einen Zeitanker platziert, damit ihr hierher zurückkehren könnt. Ich weiß, was ich zu tun habe, aber es muss schnell gehen. Wie? Oh, das ist wie bei Chrono Trigger, oder wie? Versteht ihr? Das ist euer Geschenk, das Leben eures Freundes. Ich übernehme seinen Part, beeilt euch und holt ihn hier raus. Biest. Vertraut mir, tapfere Mönchen. Es wird wehtun, doch mein Wille ist stark. Ich komme klar. Das ist wirklich wie bei Chrono Trigger. Der übernimmt jetzt den Platz, oder wie? Ihr müsst handeln, solange die Ablenkung anhält. Danke. Sorgt dafür, dass ich nicht zu lange unter dem Baum begraben bin, ja? Nur Mut, Biest. Wir sind gleich bei dir. Wir sehen uns. Okay, fällt es nicht auf, wie Biest aussieht? Ruhig jetzt. Oh, okay, der kann sich morphen. Hey! Was ist passiert? Wartet, ist das... Haha, ihr habt es geschafft! Yeah! Geil! Steht nicht so herum, worauf wartet ihr? Geil, es ist so schön, dich zu sehen. Ist das real? Aber klar doch! Leute, ich habe euch beobachtet. Ich bin so stolz auf euch. Alles, was ihr erreicht habt, ist unglaublich. Hey, wo ist Biest? Oh ja, wir sollten jetzt gehen. Das Wiedersehen kann man. Bist du in der Lage zu reisen? Mir ging's nie besser. Na los, heben wir mein Grab aus. Kann's kaum erwarten, meinen Erlöser kennenzulernen. Neuer Gal Plus erfülle den letzten Wunsch. Tut mir leid, dass du so lange warten musstest. Ich dachte, es ginge wesentlich schneller. Jedenfalls danke nochmal, Biest. Bitte, nicht der Rede wert. Nein, nein, ich schulde dir was. Leute, es gibt so vieles, das ich gerne teilen würde. Ich darf nicht sagen, was ich auf der anderen Seite gesehen habe, aber sie sagten, ich hätte einen Wunsch, wenn ich zurückkäme. Hast du dir was Gutes ausgesucht? Allerdings, aber es kann warten. Ich möchte heute fürs Abendessen kochen. Mein Wunsch ist allerdings etwas aufwendig. Wir müssen das also nicht tun, wenn uns die Zeit fehlt. Ich erzähle euch später im Lager mehr, wenn ihr wollt. Klingt gut. Na, optionale Questerin. Mit ihrem besten Freund wieder vereint, genießen Valera und Sahel einen Abend der Feierlichkeiten und die Rückkehr familiärer Wärme. Oh, das ist der Ort, wo wir zuerst waren. Das war der erste Ort, wo wir gelagert haben, wo Gal zu uns gestoßen ist. Und Jean hat nichts zu sagen. Schade, dass Jean fort ist. Ich möchte ihm danken. Ich maße mir nicht an, die Gedanken des großen Alchemisten zu verstehen, aber ich denke, er ist es, der dir danken will.
Was für eine Zeit. Wieder Auferstehung hatte ich am Beginn des Abenteuers bestimmt nicht auf der Liste. Wieder was für Teeks Geschichten. Es war allerdings tatsächlich etwas unheimlich. Danke, dass ihr mich da rausgeholt habt. Ich weiß, es war nicht leicht, den Chronophagen zu aktivieren. Hätten wir es gewusst, hätten wir schneller gehandelt. Du würdest dasselbe für uns tun. Ohne zu zögern. Es war einfach nicht mehr dasselbe. Zu schön. Ich frage mich, wieso Rishan gar nicht gleich gerettet hat, wenn das sein Wunsch war. Ah, wahrscheinlich konnte er es nicht. Wir werden es nie erfahren. Aber offenbar wollte er, dass Valera und Zell erst vorbereitet sind. Diese Alchemisten scheinen trotz ihrer Jahrtausende an Erfahrung ziemlich unreif zu sein. Ja, ich glaube eher, die haben so Regeln und die hätte er gebrochen, wenn er das vor dem Flashmancer gemacht hätte. Deswegen gehe ich mal davon aus, hat er es nicht gemacht. Selbst ich finde, dass die Gruppe ohne Gal war. Schlüffel, er wächst einem direkt ans Herz. Biest, wie hast du dich gefühlt, als du den Treffer kassiert hast? Entschlossen, als würde ich das Richtige tun. Dafür stehen wir auf ewig in deiner Schuld. Ihr habt meiner Welt Hoffnung gebracht und mich zum Champion der Arena gekrönt. So wie ich es sehe, schulde ich euch was. Nicht umgekehrt. Wenn du meinst. Okay, dann haben wir hier gerastet. Sehr gut. Gal ist wieder back in business. Wir sind jetzt zu sechst. Alle aßen und schliefen an jenem Abend besser als in den anderen Nächten seit dem Kampf gegen den Eremiten der Zwietracht. Allen ging's gut. So, was machen wir jetzt? Prinzipiell, ja, oh ja, schaut her. 6 Leute. Keine zusätzlichen Unterstützer. Tatsächlich. Crazy. Aber ja, was, ich denke mal, wir gehen wieder raus. Was hat jetzt er für einen Auftrag oder wollte er nicht uns was sagen? Mal schauen. Wir gehen einfach mal raus und schauen, was der Questmarker dann sagt. Oh je, müssen wir erstmal wieder durch. Die Wände hier runter. Aber geht ja recht fix. Sind wir ja recht fix wieder draußen. Aber da hätten sie uns irgendwo hinbuxieren können, wo wir es nicht so weit haben, nach draußen. Ja. Schon cool, dass jetzt alle 6 dabei sind. Und er ist auch vom Level her genauso. Also er ist im selben Level. Stimmt, das Level ist ja das Gruppenlevel immer. Sein Equipment müsste man mal schauen. Hat er auch perfektes Equipment oder so? Oder jetzt hat er eine Bonusquest, glaube ich. Okay. Scheinbar ist das Ziel weiterhin zum Flashmancer. Da hat sich nichts geändert, vermutlich. Aber was wir auf jeden Fall machen können, ist Mirth besuchen. Oh ja, mit allen 6 Leuten. Können wir doch mal ins Spa gehen. Oh, das wegen nördlicher. Ja, das war zu weit nördlich, beziehungsweise zu weit an der Seite. Das ist zu südlich. Da haben wir es doch. Dann gehen wir mal hier hin, weil jetzt können wir mit allen 6 ins Spa und das war ein Achievement. Daran erinnere ich mich. Ein Steam-Achievement ist es, mit allen 6 dorthin zu gehen. Schauen wir mal kurz, ja, das Equipment. Süd, ja. Hier können wir noch auf jeden Fall ein paar Sachen reinstecken. Jetzt haben wir nichts so Premium-mäßiges. Wahrscheinlich Siegel der Reinheit. Genau, MP-Reduktion. Und dann Zeit im Kampf, die Schwächenresistenzen und LP. War das schon immer mit und LP? Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Deswegen nehmen wir mal einen schillernden Kristall, oder? Und schauen wir mal kurz durch. Und LP. Hier war ja bloß LP, der Abakus. Hä? Ich dachte, es hat... Hat es schon immer auch die HP gezeigt? Ich dachte, es hat bloß die Schwächen und Stärken gezeigt. Da habe ich vielleicht einen Fehler die ganze Zeit gehabt. So. 250. Habe ich. Ach du Schande. Pro Person. Ja, das ist jetzt schlecht. Dann müssen wir erstmal Geld schaffen. 1500 Gold brauche ich. Doch, 1500. Gut, dass wir hier einen Garten haben, den wir plündern können. Das ist Geld, was hier wächst. Das müssen wir sammeln. Dann können wir es gleich verkaufen. Wie viel wird denn so eine Ladung hier? Ja, so einmal über das Feld gehen könnte schon über... Also auf jeden Fall über 50 Gold werde ich dadurch verdienen, glaube ich.
Wenn ich das häufig genug mache, aber er müsste genug da sein. Schauen wir mal. Das ist nicht der Handel. Das ist nicht der Laden. Dann gehen wir mal weiter. Da ist er. Sehr gut. So, schauen wir mal. Verkaufen. Nee, da ist nichts dabei. Okay. So, brauchen wir noch ein bisschen was. Wir können das noch verkaufen. 89 und dann... Ja, das lohnt sich jetzt nicht so wirklich, hier was zu verkaufen. Nee. Da bin ich mir nicht so sicher. 7 Angriff? Nee. Ja, nee. Nee, gehen wir lieber zu den Items rüber. Genau. Was kann man denn da gut verkaufen? Nehmen wir doch mal die Körner zum Beispiel. Die Körner kann man locker verkaufen. Da kann man viel verkaufen. Ja, machen wir mal 120, ja. Oh, shit. Nein, das war ein Riesenfehler. Es gibt ein Cap bei Gold. 999. Ich habe gerade massenhaft Körner für 19 verkauft. Das war Reinfall. Absoluter Reinfall. Dann müssen wir halt erstmal ins Bar gehen. Mal schauen, was das bringt, ins Bar zu gehen. Wenn man pro Person auch rein muss, was passiert? Passiert da irgendwas? Ich wünsche euch eine fancy Zeit. Schauen wir mal, was passiert. Okay, Valere sitzt allein im Bar. Valere tauchte in eine tiefe Meditation ein und dachte über künftige Aufgaben nach. Nach einer Weile bemerkte sie, dass ihre rechte Schulter viel entspannter war. Okay. Valeres Angriff erhöht sich um 9. Ja. Oh, sehr gut. Kann man das mehrmals machen? Oh, das ist ja dann... Ja, gut investiert. Ja, okay. Jeder kann das einmal. Alles klar. Ich wünsche euch eine spannende Zeit. Sehr gut. Jeder kriegt nochmal einen richtigen Boost in den Stats. Dann hätte ich das früher gewusst, hätte ich das vielleicht auch früher gemacht. Zael hatte sich die heißen Quelle Eis erhofft. Doch sein Rückenschmerz wurde dennoch besser. Nach einem kurzen Schläfchen schnellte er fröhlich vor Elan in die Höhe. Okay, war ihm zu lauwarm. Er ist halt ein Hotboy. Magieangriff von Zael wurde okay. War, ist es random oder hat jeder sozusagen ein Primärattribut zu und so? Das war deren physikalische Angreiferin, okay. Gal genoss das Ganze erst in vollen Zügen. Dann fiel ihm ein, dass er Serai etwas sagen wollte. Obwohl er sich nicht konzentrieren konnte, fand er an der Sache gefallen und freute sich, seinen Füßen eine Pause gönnen zu können. Was wollte dann Serai sagen? Ja, er ist der Tank. Dass die Max-LP sich steigern, das ist gut. Verteidigung wäre auch nicht schlecht. So, jetzt müssen wir noch mehr Geld produzieren. Nee, da war ein Land. Da war drin. So, wir brauchen Geld. Wir brauchen viel Geld. 750 brauchen wir. Ja, müssen wir bei den Zutaten Sachen loswerden. Alles, was über 100 ist, kann man auf jeden Fall loswerden. Ja, weg damit. Da haben wir schon mal 300. Ja, Pilze, go for it. 50. Kartoffeln, 50. Bam. Paprika, jo, da geht mehr als 50, oder? Ja. Ah, kann man 75 machen. Ja, 150 haben wir eine schöne, runde Zahl. Passt. Dann brauchen wir nur noch 200 insgesamt. Ja, hier bei den Zwiebeln. Oh, machen wir es uns einfach. Einfach die Zwiebeln raushauen. Bam. Geschafft. Sehr gut. Wunderbar, wunderbar. Nicht da rein, sondern ins Bar wieder rein. Und dann die anderen drei noch boosten und dann kriege ich einerseits ein Achievement und jeder kriegt nochmal Stat-Erhöhung. Geile Sache. Ich bin bei Wrath Farms. Sehr interessiert, was sozusagen seine Reaktion sein wird. Erstmal sie rein. Serai konnte den tieferen Sinn zwar nicht wirklich erkennen, spielt aber dennoch mit. Ah, kennt sie das aus ihrer Welt nicht, sich in ein Spa, in ein warmes Wasser zu setzen? Eine Badewanne. Ja, in der apokalyptischen Welt gibt es sowas vielleicht nicht. Schließlich erkannte sie, dass es sich um keine rein körperliche Erfahrung handelte, genoss sie still und fühlte sich danach besser. Gut, wenigstens psychologisch eine Verbesserung. Angriff auch. Sehr wohl, sehr wohl, sehr gut. Hätte man auch so machen können, dass alle Stats um
2 erhöht werden oder sowas. Das wäre doch auch gut. So, jetzt. Ich habe 2,50 gezahlt, setz dich in ein Wasser. Nishan stieg an diesem Tag nicht selbst ins Wasser. Sein Umfeld nahm jedoch wahr, dass er überaus dankbar dafür war, dass sich die Gruppe um sein Wohlbefinden gekümmert hatte. Ob er nur in Gedanken versunken oder überhaupt zugegen war, niemand würde dies je erfahren. Da kriegen wir einen Rabatt? Kriegen wir Geld wieder raus? Wurde ja gar nicht genutzt. Magieverteidigung. Okay. Und noch einmal. Beast als letzter. Da könnte ich mir Verteidigung vorstellen, weil Beast. Okay, kannst du dir so ein Konzept vorstellen? Beast konnte die Hitze zwar nicht spüren, hatte aber Spaß daran, seinen Glaskörper unter Wasser zu betrachten. Er verbrachte einige Zeit damit, über das Konzept eines Behälters im Behälter nachzudenken und veränderte seine Form, um hinreißende Wasserströmung zu erzeugen. Ja, er hatte Spaß dabei. Sehr schön. Ach, wenigstens ihm hat's gefallen. Ja, Magieangriff erhöht sich. Magieangriff, okay. Ich, Tag, benutze das Bar in Myrth mit allen 6 Charakteren. Sehr gut, würde ich sagen. Sehr gut. Wir haben Gal zurückgeschafft oder wiederbelebt und wir haben mit allen das Bar benutzt. Das war ein hervorragender Part, würde ich sagen. In dem Sinne, beim nächsten Mal werden wir Gals Quest angehen. Ciao!